So Leute, es geht natürlich direkt weiter und zwar mit der Bonusrunde, die wir im letzten Part freigeschaltet haben. Ja, im letzten Part haben wir ja nicht viel erreicht. Das wisst ihr ja auch. Und, ja. Wir wollen es nochmal versuchen. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal hin. Einigermaßen weiß ich den Weg noch. Und, ja. Dieses Bonus-Level ist schon viel schwieriger als das erste. Also definitiv schwieriger. Man merkt es auch wegen den Sprungpassagen. Man darf nicht runterfallen. Man hat nur wenig Zeit. Ja. Aber ich glaube, man kann das sogar schneller beenden als das andere. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das zieht sich so in die Länge, dass es schon so, ja, hinkommt wie das andere. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die anderen Bonusrunden eigentlich so waren. Ob ich überhaupt die anderen Bonusrunden mal freigeschaltet hatte. Oh, wir sind sogar direkt richtig. Oh ja. Dieses Level. Diese Bonusrunde. Wisst ihr, eigentlich sollte man ja Bonusrunden, müsste man ja meinen, dass die... Ja, wie nennt man das? Dass man sich darüber freuen kann. Ein Bonus. Was Schönes. Aber nein, wir kriegen dann halt sowas. Etwas Schweres. Okay, man sollte sich nicht beklagen. Aber ich finde, das Spiel ist relativ auch an gewissen Stellen sehr knifflig und... Ja. Deswegen... finde ich, man muss da nicht noch so krass schwere Bonusrunden direkt in der ersten Welt machen. Hallo? Moment mal, ich glaube, wir mussten da durch, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, ist der richtige Weg. So, da sieht es nach nichts aus und wir mussten, glaube ich, hier rein. Ja, genau. Aber hier gibt es noch einen kleinen Trick und zwar hier. Wow. Ja, ihr fragt euch jetzt gerade, woher weiß er das? Ja, es liegt daran, dass ich das, schon gemacht habe und zwar offline. Also, was heißt offline? Ich hatte diesen Part schon gedreht. Und da ist einiges schiefgelaufen und ich dachte mir, nein Leute, das kann ich euch nicht antun. Ihr wollt doch auch unterhaltet, also Unterhaltung, also bekommen, unterhaltet werden. Und ja, wenn ihr euch dann langweilt und so, das ist ja nicht schön. Außerdem bin ich auf diesen Trick reingefallen. Mir fehlten tatsächlich diese zwei Totenköpfe und ich habe es nicht mehr geschafft bis zu dieser Fernbedienung. Und ja, ich habe mich so aufgeregt. Das könnt ihr mir glauben. Zumal bin ich auch wieder öfters mal in diesen Räumen erschienen, wo... Ja, wie heißt es? Ja, wo man die Leben bekommt. Ja, und hier könnt ihr halt den Passwortcode nochmal sehen. Und es geht weiter in Welt Nummer 2. Endlich, Leute, ja. Und, was mich noch aufgeregt hat, war in dem anderen Part, den ich aufgenommen habe, aber den ich verworfen habe, stattdessen hier diesen Part nochmal aufnehme, ist, im Kung-Fu-Theater, ja. Hier gibt es nur zwei rote Fernbedienungen, manchmal gibt es, glaube ich, auch vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es muss nicht unbedingt heißen, dass es in jedem Level 3 gibt. So, Defeat the Deadly Dragon, das machen wir auch direkt mal. Schaut euch diesen schaurigen Drachen an. Ja, ich weiß. Er sieht wirklich ein bisschen lasch aus. Okay. So. Wo die silberne Fernbedienung versteckt ist, habe ich leider nicht finden können oder, ja, in Erfahrung bringen können. Das heißt, ich werde das offline mal machen. Vielleicht finde ich die ja auch, per Zufall. Aber, was ich jetzt noch mache, wo... Was der Hauptgrund ist, warum ich mich aufgeregt habe, ist... Und zwar... Ich hatte... Egal, wie man es dreht... Bevor ich die eine Fernbedienung hatte, fehlten mir nur noch drei dieser... Symbole. Damit ich die silberne Fernbedienung dafür ergattert hätte können. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal kurz entlang. Auch wenn das der zweite Weg ist. Also, das heißt nicht der reguläre Weg, sondern der zweite. Und guckt euch mal das Menü an. Fisch 1, Fisch 2, Fisch 3. Okay, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Vielleicht, ja, wer weiß. So, soweit ich weiß, können wir auch wieder von hier aus zurückgehen. Aber ich möchte einfach nur für den Notfall
Vorsichtshalber möchte ich das einfach einsammeln. Es ist echt ätzend. Oh Mann. Oh. Was ihr noch nicht dürft, ist, wenn ihr einen Gegner besiegt habt und ihr dreht die Kamera so, dass ihr ihn nicht mehr seht, kann es sein, dass, je nachdem, wenn das Spiel spackt, dass dann, ja, diese Gegenstände, die aus dem rauskommen, hier zum Beispiel hier diese Nudeln, diese China-Nudeln, dass es sein kann, dass die verschwinden. Das ist sehr, sehr fies. Das muss ich zugeben. Aber, naja. So, wir müssen jetzt genügend haben. Ich gehe jetzt wieder zurück. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das habt ihr nicht gesehen. Das werdet ihr erst sehen, wenn wir die zweite Fernbedienung holen. Und wir gehen jetzt erstmal weiter. Apropos China-Nudeln, Leute. Ich liebe China-Nudeln. Vor allem gebraten mit Ei und Huhn. Also, boah, Leute, da könnte ich mich reinsetzen, ne? Also, ich weiß nicht warum, aber ich esse das total gerne. Ich weiß nicht, ich kenne wirklich niemanden, der das nicht wirklich gerne isst. Also, sollte es einen von euch geben, der das nicht gerne isst. Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack, ne? Also, keine Vorurteile oder wie auch immer. Ja, und wir haben den Schalter jetzt aktiviert. Jetzt sind die Treppen auch verfügbar und wir können da hoch. Ich glaube, wir haben Schaden genommen, ne? Oh, sogar zweimal. Es gibt hier auch noch einen kleinen Trick bei diesen normalen Gegnern. Den werde ich euch jetzt gleich auch mal zeigen. Kommen hier Gegner oder nicht? Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht irgendwo, wenn wir Glück haben, die silberne Fernbedienung finden. Ah, vielleicht kann man durch irgendeine Wand oder so. Ich habe keinen Schimmer. Die ist hier auch wieder relativ gut versteckt. Oh. Und wir haben die Yin und Yang Zeichen freigeschaltet, Leute. Jetzt müssen wir diese sammeln. Und wir haben 29 Leben. In dem Part, den ich verworfen habe, hatte ich schon, glaube ich, 33. Ich glaube schon. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Aber wir werden... Ich habe so eine Befürchtnis, dass es hier vielleicht sein könnte. Aber wie soll man da hinkommen? Wisst ihr, was ich meine? Da auf dieses Dach. Warum kann ich die Kamera nicht, ja, ihr seid doch Arschlöcher. Ich möchte doch einfach mal die Kamera in Bewegung bringen. Verdammt, ich will laufen und diesen Move machen, komm. Oh, es hat nicht gereicht. Ich will da mal hinkommen. Geht das nicht? Vielleicht geht das auch nur, wenn wir jetzt hier unten stehen. Vielleicht kann ich dann mal ein bisschen... Aha. Aha, Leute. Was haben wir denn da? Haben wir da etwa die silberne Fernbedienung? Ey, korrekt. Das heißt, wir haben das hier jetzt schon mal auch gefunden. Aber wie komme ich da hoch? Können wir uns an die Decke kletten? Geht das? Nee, scheinbar nicht. Aber wie komme ich da hin? Muss ich da echt diesen komischen Move machen? Alter, wie soll das denn gehen? Oh, man kann doch, glaube ich, wenn man im richtigen Moment, glaube ich, drückt, kann man noch höher springen. Oder? Wie soll ich denn da bitte jetzt hochkommen? Ah, Leute, das war knapp. Ach so, vielleicht dadurch. Vielleicht ist es ja dadurch möglich. Hallo? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Es ist machbar. Und wir haben die silberne Fernbedienung. Genial. Korrekt. Es freut mich tierisch. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Gutes. Oh, ja. Dadurch hätte ich genügend gehabt. Und dann hätte ich auch noch direkt die andere. Naja, egal. Zumindest ist der Part jetzt bisher noch nicht so krass gefailt. Außer, dass wir jetzt da ein bisschen Zeit benötigt haben, hochzukommen. Aber das nehme ich in Kauf dafür, dass wir jetzt die silberne Fernbedienung bekommen haben. Und, ah, dieser Gegner. Alter. Wir müssen den Kopf abschlagen oder den Helm. Und dann müssen wir diesen Move machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade Mist baue. Natürlich muss das jetzt passieren, wenn ich den Part nochmal erneut aufnehme, ne? Sonst habe ich ihn natürlich direkt besiegt. Ist ja wohl klar, wie Kloßbrühe. So. Aber das sollte uns jetzt nicht abschrecken. Ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir wieder ein bisschen Energie bekommen. Da gab es nämlich noch eine Stelle. Ihr könnt... Ah, Mist, das habe ich jetzt nicht zeigen können.
Mach ich gleich. Mache ich definitiv gleich. Und ich kann euch einen Trick zeigen. Und zwar, ihr könnt hier drauf. Das habe ich nämlich auch kurz gemacht. Und wenn ihr drauf seid. Ja, also wenn ihr da drauf gekommen seid. Nicht da drauf, wenn ihr drauf seid. Ja, ich weiß. Ja, verdammt, das schaffe ich gerade nicht. Aber ich habe es geschafft. Ihr habt auch eben gesehen, ich bin da kurz drauf gekommen. Dann könnt ihr nämlich eine Abkürzung nehmen. Dann kommt ihr direkt hoch. Also die Leute, die Speedrun machen wollen. Alter. Das wäre ja schon mal ein Anhaltspunkt. Ja, für 100% Run. Einfach mal da schnell hochzukommen. So, und wir wollen uns jetzt noch ein bisschen Energie holen. Und zwar, indem wir darüber gehen. Ja, ich wollte eigentlich den Move machen, aber hat nicht funktioniert. Alter! Habt ihr es jetzt endlich? Oder hast du es jetzt endlich, Gex? Ich kam auf diese Idee, dass hier vielleicht die silberne Fernbedienung hätte sein können. Aber, naja. Ihr habt es gesehen. Hier ist sie nicht. Aber Energie... Mein Vorteil. Ja. Sesam, öffne dich. Komm, hier wieder ein paar Gegner. Nee? Kein Heuer, Heuer. Ah, du bist doch ein Fieser. Ich dachte, wir treffen dich vorher, bevor du uns triffst. Okay, sonst gibt es hier nichts. Lassen wir das mal so stehen. Aha, noch eine Fliege, Gott sei Dank. Man kriegt ja im, wie heißt es? Im neuesten, also was heißt im neuesten Teil, ne? Im dritten Teil kriegt man ja, da muss man so Symbole sammeln, so Pfotensymbole. Und wenn man davon eine gewisse Anzahl hat, ich glaube 4 Stück oder so, dann kann man mehr Energie haben. Das finde ich ja schon mal wenigstens eine coole Neuerung. Fällt mir gerade so ein, weil ich mir so gedacht habe, boah, warum kann man denn hier nicht seine Energie erweitern? Das ist doch irgendwie ein bisschen blöd, nur 4 Stück. Aber naja, das ist halt der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel. Oh. Gibt es jetzt 2 Wege oder bin ich jetzt gerade den richtigen Weg gegangen? Ja, indem ihr euch so duckt, ne, dann können sie euch nichts anhaben. Habt ihr ja gesehen und wir können sie weghauen. Das hat zur Folge, dass später mehrere Gegner kommen und da könnt ihr das anwenden. Alter, was soll das? Warum springst du dagegen, Gex? Ich bin den Leuten hier was am Erklären und du machst hier Faxen, wie immer. Ja, wenn ihr die Abkürzung genommen hättet, ne, auf dieses Ding hier, seht ihr das? Wärt ihr hier hochgekommen und ihr hättet euch diesen einen Raum da erspart. Das ist schon relativ viel Zeit. Ja. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht sagen. So. Gibt es hier noch irgendwas Feines? Nee, okay. Im Übrigen, hier gibt es ein Bild von Gex. Da. Das ist auch der Start von uns gewesen, wo wir angefangen haben. Aber naja. Alter, ich wollte mich gerade ducken. Manchmal duckt er sich nicht richtig, wenn er getroffen worden ist oder so. Und das kann manchmal... Da seht ihr! Die Nudeln, oder eher gesagt, die Gegenstände, die Yin und Yang Zeichen, die sind verschwunden. Nur weil wir gerade nicht da hingeguckt haben. Das ist echt... Das ist echt nervig. Hä? Ich hab dich doch so getroffen. Warum bist du jetzt nicht gestorben? Muss ich dich genau am Brustkorb treffen? Tatsächlich. Boah, ich liebe es, wenn er so nach hinten fällt und macht. Es hat irgendwas. Ja, Skorpione, kommt her. Die können uns natürlich auch verletzen, ne? Also so ist es nicht. Ich bin hier gerade auch ein bisschen vorsichtig. Ah, Gott sei Dank. Komm, stirb. So, und wir können diese komischen Masken jetzt sammeln. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Ich weiß nicht, ob das den Buddha darstellen soll oder einfach nur so ein Sumo-Ringer. Kennt ihr das, wenn Sumo-Ringer sich so schminken und dann halt im, ja, Kampf Sumo ringen? Allgemein. Ich frage mich, wer auf diese Idee kam. Auf diese Sportart. Also, da muss man gewisses Gewicht anlegen, damit man da mitmachen kann. Das finde ich schon krass. Also, naja. Ich könnte mir vorstellen, dass man das in Amerika oder so macht. Oder in New York halt. Ne, also, da könnte ich mir das eher vorstellen, weil die Leute da ein bisschen, naja, pummeliger sind, ne. Wir wollen jetzt nicht so ein bisschen grob und asozial sein, ne. Durch meine Mutter weiß ich, weil sie da auch, war wegen so einer Con.
weiß ich, dass da sehr viele von diesen dicken Leuten halt rumlaufen, weil da auch dementsprechend Fast Food angeboten wird. Also da kriegt ihr wirklich sehr viel auf den Teller und auch noch sehr viele fettige Sachen und ja, daran liegt das wahrscheinlich auch. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh nein, nein, oh Leute, das wollte ich nicht. Ja. Jetzt suche ich gerade den Weg. Ey, was soll das? Fall doch nicht da runter. Warum muss es... Ah, immer diese Fails. So, jetzt aber. Hui, ja! So, ich hoffe, mir passiert das jetzt nicht nochmal. Wir müssen jetzt eigentlich in den Raum. Nee, sind wir noch nicht. Oh, oh, oh. Ey, ich habe mich doch geduckt. Aber ich war noch in der Duckungsphase. Alter, er hätte mich fast getroffen. Ach, hier sind wir. Nein, du hast uns getroffen. Du bist doch... Oh, verdammt. Tja, Leute, das musste natürlich mir hier passieren. Warum auch immer. Ah. Kriegen wir jetzt wenigstens von dir nochmal diese Items? Ja. Oder kriegt man die allgemein nochmal? Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich mich umgebracht im letzten Part, den ich ja verworfen habe. Oh, den kann man auch so töten. Okay. Ja, jetzt habt ihr nochmal eine Methode gesehen, die anders zu töten. Okay, dann wissen wir das fürs nächste Mal. Oder zumindest ich. Oder ihr. Solltet ihr nicht genügend haben und ihr wollt nicht unbedingt das Level nochmal neu starten oder zurücklaufen. Lasst euch töten, kommt zum Checkpoint, sammelt ein paar und ihr habt die silberne Fernbedienung. Das war echt schlecht von mir. Das muss ich zugeben. Dass ich da gestorben bin. Mann, oh Mann, jetzt bin ich schon zweimal insgesamt in dem Spiel, glaube ich, gestorben. Ihr seht, man kann nicht immer so viel Glück haben, wie ich jetzt gerade. Kamera, hallo. Mann, oh Mann. Aber das Gute ist, das Level kann ich jetzt trotzdem schnell hinter mir springen, weil wir jetzt gleich 50 haben, also das heißt silberne Fernbedienung. Und dann kann ich auch auf andere Sachen zum Sammeln pfeifen. Und wir haben es geschafft. Alle silbernen Fernbedienungen in diesem Level geholt. Und du Pisser, hör mal auf hier deinen Wurfstern da zu werfen. Natürlich können wir wieder welche sammeln bis 50. Und dann kriegen wir noch ein Leben, aber... Naja, muss nicht sein. Auch wenn ich jetzt eins verloren habe. Ey! Ja, ich gehe gerade ein bisschen zu leicht, glaube ich, hier an die Sache dran. Oder ran. Mann, so. Auf geht's, Gags. Los, hoch mit dir. Und dort oben, könnt ihr euch vielleicht schon denken, dort wartet der Drache. Ihr habt gerade, glaube ich, seinen Schwanz noch gesehen, seinen Schatten. Ich hoffe, ich werde ihn schnell besiegen. Ihr müsst natürlich aufpassen, er kann Feuer spucken. Ja, tatsächlich noch zweimal getroffen. Ja, komm. Verdammt. Jetzt nochmal. Ah, er hat uns tatsächlich erwischt. Mist. Ja, eigentlich trifft er euch nicht, wenn ihr euch hinter dem Ding versteckt. Ah.
Ja, Leute, wir haben ihn tatsächlich noch erwischt. So, nix wie raus hier. Ich möchte die rote Fernbedienung und dann können wir getrost durchlaufen zur nächsten Fernbedienung. Gott sei Dank. So, ihr wollt das Passwort wissen? Ihr bekommt das Passwort. Auf geht's! Wollen wir dieses Level in diesem Part noch zu Ende bringen? Cross the Rocking Pillars, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und ja, da müssen wir hin. Auf diesen wackeligen Dingern müssen wir rüberkommen. Okay, Gex, danke für deine Unterhaltung hier. Dein Gespräch. Mann. Das finde ich allerdings sehr gut, dass Gex sich auch hier ein bisschen für uns einsetzt. Er versucht auch ein bisschen im Let's Play zu sprechen. Ein bisschen mit uns zu quatschen, reden. Und was mache ich da? Warum sammle ich jetzt wieder diese Dinger? Ah, das ist dieser Sammeldrang, Leute. So. Wir gehen jetzt direkt schnurstracks den richtigen Weg. Ohne Wenn und Aber. Ja, da kommt auch noch ein Gegner, aber den ignorieren wir gekonnt. Ich weiß allerdings, diese Plattformen, ne, weiß ich nicht, ob das Honig darstellen soll. Sieht so aus, ne? Sonst könnte er sich da so nicht dran festhalten. Düt. Ah, das war knapp. Normalerweise trifft uns dieser blöde Gegner. Oh, das war knapp. Ach ja, die müssen wir ja auch noch besiegen. Oh. Oh, kommen noch zwei? Alter, ich hab mich... Oh, drei Stück sogar. Ich hasse das. Warum duckt er sich nicht immer dann, wann ich das will? Ach ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ah, den haben wir weggeklatscht. Auf der linken und auf der rechten Seite ist ein Gong zum Aktivieren, damit sich uns ein Weg eröffnet. Komm. Los. Und dort geht es entlang. Ja, wer hätte das schon vermutet? Die Wand sah ja schon andersfarbig aus, also... Man sieht das ja quasi immer, ne? Die Gegenstände in Videospielen sind meistens so ein bisschen markiert. Man sieht es dann, dass sie ein bisschen anders aussehen. Damit kann man irgendwas anstellen. Das finde ich immer sehr lustig. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit den Frames und wenn man das bewegt und alles. Habe ich so das Gefühl, dass es deswegen ist. Achso, von da musste man hoch. Ey, prall doch nicht ab. Da prallt der eiskalt ab. Ach, du bist eine perfekte Waffe, oder was? Ich muss gestehen, hier rüber zu kommen ist nicht so einfach. Ah, ich hoffe, wir backen uns da nicht irgendwie durch. Nein! Wisst ihr, was nicht geklappt hat? Weil er nicht genügend Anlauf hatte, konnte ich nicht diesen Move machen mit dem Schwanz. Dann wäre ich da rübergekommen. Und weil er es nicht geschafft hat und ich das gerade auch noch gemerkt habe, bin ich so blöd gesprungen. Ja. Ah, diese Passage, Leute. Ich will gar nicht daran denken, was alles noch später auf uns zukommt. Wenn ich bedenke, das alte Let's Play, was ich gemacht habe, das, ja, wie soll ich sagen? Boah.
Da hatte ich ja die Save States, das habe ich ja auf dem Computer, also auf den Emulator gespielt, aber das hier mache ich ja jetzt gerade von der Konsole direkt. So, schaut euch das Passwort an, Leute, damit ihr diesen Mist nicht auch machen müsst, falls ihr es nicht wollt. Oder so weit sein wollt wie ich. So, und ich würde sagen, wir haben dieses Level hier beendet. Das nächste Level wird entweder dieses Horror-Level sein oder es wird dieses Level hier sein. Aber ich denke, dieses. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time.